Wir schauen auf die Qualität. Wir arbeiten auch eng miteinander zusammen. Die Tiere sind nicht nur meine Tiere, das sind meine Mitarbeiterinnen. Ich mache es mit Herz und Liebe. Das kann ein Landwirt in Tansania sein oder in Brasilien oder in Risola oder in Djibouti. Dann geht es auf. Es wäre, glaube ich, schon mittlerweile auch eine Wertschätzung angebracht, den Lebensmitteln gegenüber, dieses große Wegwerfthema. Wir bewirtschaften unsere ganzen Flächen biologisch. Wir haben so ziemlich alles da, das macht das Ganze sehr lebenswert. Wenn man das so zusammenzählt und einfach hergeht, dann kann man wirklich sagen, man kann sich auch einfach einmal ein, zwei Wochen nur von den Dingen ernähren, die im Umkreis von 5 bis 10 Kilometer kommen.